Hallo zu einer neuen Folge Cities in Motion 2 auf der Map Letschental. Wir haben heute einiges vor, wir wollen diese Uferseite hier mehr in unser System anbinden. Und zusätzlich habe ich auch noch die Anfrage bekommen, ob ich nicht ein bisschen auf die Fahrzeuge und auch auf die DLCs im Allgemeinen eingehen könnte. Das werde ich natürlich gerne machen. Und dann schauen wir uns erstmal an, wie das aussieht mit den Fahrzeugen im Allgemeinen. Nehmen wir als ein Beispiel Busse. Wir haben halt für jeden Bus verschiedene Werte. Tut mir leid, wenn ich das nicht so genau erklärt oder gezeigt habe, aber wir haben verschiedene Werte, die halt beeinflussen, für welchen Bus wir uns dann halt im Endeffekt entscheiden wollen. Neben dem Kaufpreis, der natürlich direkt auf unser Konto schlägt, ist auch der Wartungsaufwand nicht zu vernachlässigen. Der bedeutet, wie lange das Fahrzeug im Depot repariert werden muss, wenn es eine bestimmte Strecke gefahren ist. Dafür muss man natürlich in dem Depot die jeweilige Reparaturkapazität haben. Und man muss natürlich die Arbeiter bezahlen für diese Reparatur. Man hat dann einen Verbrauch, der natürlich nur ins Geld geht, solange das Fahrzeug auch fährt. Die typische Größe, die Kapazität, das ist natürlich logisch. Aber auch den wichtigen Wert der Servicequalität, weil die ändert natürlich dann auch, wie viel die Leute bereit sind dafür zu bezahlen und wie zufrieden sie mit dem Bus sind. Die Beschleunigung kann ich nicht selber so ganz einordnen. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Beschleunigung im Spiel ist oder irgendwie für die Geschwindigkeit steht. Ob es überhaupt einen großartigen Einfluss hat, das müsste ich erstmal genauer mir angucken, aber da kann ich jetzt so erstmal nichts zu sagen. Neben den Standardfahrzeugen, die man hat, bekommen wir halt Fahrzeuge über DLCs, die leider momentan sehr komisch verbreitet werden, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Es gibt teilweise Fahrzeuge im Ingame Store, teilweise im DLC bei Steam, dann werden sie aber auch bei anderen Läden verkauft, aber nicht bei allen. Da muss man sich manchmal ein bisschen zusammensuchen, wo man das herbekommt. Aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, gibt es zumindest bei Steam alle Fahrzeuge zu holen, die es halt so auch im Handel gibt, plus dann die im Ingame-Store, die auch wiederum über Steam bezahlt werden. Vielleicht wird sich das Ganze noch ein bisschen anpassen irgendwann, aber momentan ist es halt leider so. Okay, dann gibt es noch zusätzliche DLCs, beziehungsweise Einzelkäufe, und zwar Sehenswürdigkeiten. Das Opernhaus von Sydney, also man sieht schon, es sind reale Gebäude, das bekommt man sogar kostenlos, zumindest war es kostenlos bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir dann geholt habe. Im Ingame Store, einfach im Hauptmenü auf Laden, auf Sehenswürdigkeiten, und da kann man sich das dann kostenlos besorgen. Die anderen beiden kosten, wenn ich mich richtig erinnere, 99 Cent. Es ist okay, wenn man es haben möchte, kann man es ausgeben, wenn nicht, dann lässt man es halt. Was ist der Vorteil von Sehenswürdigkeiten? Man kann sie halt bauen in dem Spiel, so wie wir jetzt gerade sind, oder auch im Editor. Im Spiel bezahlt man logischerweise Geld dafür, und der Vorteil davon ist, dass diese Gebäude unglaublich viele Menschen anziehen. Sie stellen ein Freizeitziel dar für die Menschen, ich glaube sogar auch Arbeitsplätze und was weiß ich nicht was. Auf jeden Fall hat man um diese Gebäude dann halt herum ein sehr großes Aufkommen an Verkehr, an Menschen, an Nachfrage, nach Verbindungen. Damit kann man natürlich sein Netz ganz schön bereichern und auch Städte aufwerten, ja. Im Endeffekt bringt es sicherlich auch mehr Geld, als sie für 10.000 kosten. Also, die können wir uns auch gerne mal in die Stadt stellen. Ich habe schon überlegt, eventuell das Opernhaus irgendwie hier ans Ufer. Schreibt mir dazu gerne, was ihr davon haltet. Und das sparen wir uns dann vielleicht für die nächste Folge auf. Okay, hätten wir das Thema durch, würde ich sagen. Bei weiteren Fragen, fragt ruhig. Und ich denke, wir können uns jetzt angucken, was wir letzte Folge vorhatten, dass wir hier diese Uferseite ein bisschen mehr anbinden. Wie genau, da habe ich mir ehrlich gesagt leider noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich denke, hier diese Hauptstraße zu nutzen, wäre ein Weg erstmal. Und da würde sich anbieten, eine Straßenbahn zu nehmen, weil wir haben hier so einen schönen Mittelstreifen. Den wollen wir natürlich nicht ungenutzt lassen. Okay, dann werden wir das hier einfach mal probieren. Ich baue mal wieder wie immer einfach drauf los. Und wir schauen, was dabei rumkommt. Ein bisschen Geld haben wir noch, das sollte so gerade reichen für eine Straßenbahnlinie. Und danach werden wir dann mal sehen, wie wir an Geld kommen, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass unsere Bilanz leider noch nicht so toll war. Okay, das haben wir hier einmal mit Schienen verbunden. Hier wollte ich auf jeden Fall diese Freizeiteinrichtungen, also die Kaufhäuser, noch mit reinnehmen. Stellt sich die Frage, wo wir langfahren. Über die Hauptstraße hier zur Autobahn möchte ich ungerne. Das könnte eher im späteren Verlauf für Stauprobleme sorgen.
Man kann natürlich später einfach die Linie umbauen, aber man kann natürlich auch vorausschauen, versuchen, das irgendwie anzupassen. Okay, ich denke, dann werde ich aber hier in dem Bereich schon den Wendekreis bauen. Und ich denke, ich werde auch so gemein sein und diese Straße abreißen und durch eine Busspur ersetzen. Da war jetzt aus irgendeinem Grund sogar eine Parkspur drauf und ich glaube nicht, dass die Straße so stark besucht ist, dass wir da eine Spur mit eine Straße mit Parkspur brauchen. Das werden die Bürger uns sicherlich verzeihen. Dann haben wir hier auf jeden Fall eine ungestörte Wendemöglichkeit. Können hier halt auch vielleicht das Ganze mit ein paar anderen Linien verbinden, die das dann hier weiter abdecken. Okay, jetzt haben wir hier den Wendekreis, fahren hier rüber. An dem Ufer entlang bis nach hier. Hier hört jetzt die Doppelspur, die Mittelspur auf. So, jetzt ist die Frage, ob wir es direkt hier runterziehen zum Anlegeplatz oder ob wir hier irgendwie ins Industriegebiet reinfahren. Das ist eine gute Frage. Ach, ich tue mich so schwer, weil ich weiß nicht, wie ich hier die Schienen weiter verlegen sollte. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass ich hier mit der Bahn hinfahre. Das ist... Na, die Ecke hier ist nicht schön. Also war vielleicht nicht so perfekt, hier den Anleger hinzusetzen im Nachhinein, aber ich glaube, das ist nicht so schön, hier mit den Schienen irgendwie reinzugehen. Deswegen denke ich, werde ich hier irgendwie erstmal reinfahren oder vielleicht auch hier. Ja, nee, ich brauche ja hier das Depot. Das Depot... Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich setze das Depot einfach hier schon hin. Und wir werden dann später hier einen Umstiegsplatz irgendwie dahin zaubern. Okay, probieren wir das erstmal. Natürlich spricht auch nichts dagegen, im Nachhinein Sachen zu ändern. Später mit neuen Linien, mit U-Bahn und so weiter anzupassen. Von daher mache ich mir da jetzt keine großartigen Sorgen. So. Kommen wir hier mit unseren Schienen rein. Und dann geht das hier halt weiter. Jetzt müssen wir natürlich dringend diese beiden Netze verbinden, sonst haben wir hier diese Straßenbahn so komplett alleine im Nichts stehen. Das würde natürlich auch nicht viel bringen. Aber das kommt noch. So, ich mache immer sehr gerne die Haltestellen jeweils gegenüber an den Kreuzungen. Das ist einfach so eine persönliche Macke von mir. Und dann passiert es halt manchmal, dass hier noch so Lücken sind. Die decke ich natürlich auch noch ab, dann einzeln. Das, denke ich, ist klar. Warum ich gerade an Kreuzungen gerne baue, ist natürlich, weil die hier die Straßenseite wechseln können. Wenn ich jetzt hier Haltestellen hinsetze, dann müssten sie, um von hier unten nach da zu kommen, einmal bis zur Kreuzung laufen. Ist nicht so sinnvoll. Jetzt ist es doof, dass das Haus hier nicht abgedeckt ist. Da werde ich mir gleich noch was überlegen. Vielleicht setze ich da einfach die Haltestellen hin. Aber eigentlich mag ich das nicht so sehr. So, hier sind wir im Wendekreis, dann mache ich hier eine hin für den Wendebereich und hier auch noch, um die beiden Gebäude richtig schön abgedeckt zu haben, mittendrin in dem Einzugsbereich der Haltestelle. Das, denke ich, ist ganz praktisch. So, ja, okay, gut, das gefällt mir erstmal. Zusätzlich werde ich jetzt einfach eine zweite Buslinie machen, die auch hier am Anleger hält, aber dann direkt durchfährt bis nach hier. Also hier die Haltestellen nicht mitnimmt. Doppelt Haltestellen abzufahren ist meistens nicht so sinnvoll, weil die einzelnen Leute, wenn die hier an der Haltestelle warten und nach hier wollen, legen die sich schon im Vorhinein auf eine Linie fest. Also es bringt nichts, wenn dann ein zweiter Bus kommt, der auch die Haltestelle anfährt. Die würden den nicht benutzen, weil sie sich halt vorher entschieden haben, mit der anderen Linie zu fahren. Ist nicht gerade sehr realistisch, aber technisch halt die einfachste Methode. Darum hat der Entwickler sich dafür entschieden. Ob das irgendwann mal geändert wird, wage ich zu bezweifeln, aber so finden wir uns jetzt erstmal damit ab. So. Dann hier oben rein. Ja. Ist jetzt die Frage, wir fahren hier hoch. Also hier muss auf jeden Fall eine Haltestelle hin, zum Umsteigen. Und dann machen wir hier einfach auch so einen Wendekreis. Wird schwierig hier mit dem Zurückkommen. Das ist immer... Ich habe die Straßen hier aber auch schrecklich gesetzt, fällt mir jetzt mal auf. Ganz schrecklich, ganz schrecklich. Von hier unten können wir nicht kommen. Das geht nur von der Schnellstraße. Also müssen wir auch hier wieder zurückfahren. Okay. Ich hoffe, ihr kommt mit, was ich mir da zusammenreime. Also Anleger, Umstiegspunkt. Und dann fahre ich jetzt einfach hier in dieses Industriegebiet rein, damit die Linie auch ein bisschen
mehr zu tun hat. So. Und dann hier, denke ich, einmal so im Kreis irgendwie. So. So, hier runter. Und hier wieder hoch. So. Okay. Erste Haltestelle haben wir da. Dann. Ah, was soll das? So. Hier einmal durch das Industriegebiet durch. Mal schauen, ob die Leute diese Linie annehmen oder ob sie denken, das ist Quatsch. Lassen wir uns damit überraschen. So. Jetzt braucht diese Linie natürlich auch Busse. Insgesamt brauchen wir jetzt hier 5. Was habe ich hier für Busse im Betrieb? Dann werde ich die gleichen einfach nochmal holen. Da fährt einer. Ein Pavlov Arriva. Hätte ich mir schon fast denken können. Okay. So, wir brauchen 5. Dann nehme ich, so dass wir 6 haben. Ja, das müsste passen. Wie gesagt, immer ein bisschen mehr für Stau und Reparatur. Okay. Jetzt die Straßenbahnlinie. Zu den ganzen Fahrplänen habe ich auch noch nicht so viel gesagt. Also ich glaube, ich habe schon ein bisschen gezeigt, wie es hier aussieht. Im Moment ist einfach noch nicht der große Nutzen davon da, jetzt hier großartig Fahrpläne zu machen, weil wir haben einfach noch nicht wirklich viele Kunden. Es ist ein bisschen schade. Hängt aber von der Wahl der Map ab, in dem Fall. Ich habe ja extra diese Map hier gewählt, weil es hier eben ein bisschen ruhiger ist. Aber natürlich hat man dadurch auch einfach weniger Kunden und weniger Geld. Das ist natürlich Pech. Kann ich jetzt aber nichts dran machen. Wir werden auch so irgendwie zurechtkommen. Okay, hier ist jetzt auch wieder wichtig die Wahl des Fahrzeugs. Wir fahren jetzt über den Mittelstreifen. Das heißt, wir haben eigentlich keine großartigen Probleme mit der Länge des Fahrzeugs. Wir können ruhig lange nehmen. Das würde halt den Individualverkehr nicht stören. Aber die langen sind natürlich auch die mit den vielen Plätzen und wir brauchen eigentlich nicht viele Plätze. Ich sehe gerade mal hier, 27 ist sozusagen recht wenig. Aber wir haben schöne Servicequalität, aber die hat einfach so eine unglaubliche Servicequalität, das gefällt mir schon sehr. Und da wir noch nicht viele Leute transportieren, werde ich wieder zu dieser kleinen, schnuckeligen Livingstone SC greifen. Und das Ganze kann natürlich geändert werden, sobald wir einfach mehr Nachfrage haben. Okay. So. Schauen wir uns kurz die Netzabdeckung an. Ja. Fehlt das Büroviertel und das ganze Wohnviertel hier. Da kann man sicherlich einige Leute rausholen. Aber ich merke gerade, wir haben hier doch jetzt schon langsam gestiegene Nachfrage. Zumindest auf der Linie 1, wenn ich mich nicht, Buslinie 1, wenn ich mich nicht irre, sieht es so aus, als wollen die eine höhere Taktung. Der Bus ist auch überfüllt. Die Leute sind unzufrieden, sie warten zu lange. Das heißt, wir werden das erste Mal wirklich sinnvoll hier unseren Fahrplan verdichten. So, der fährt sogar bis zum Busdepot, Busbahnhof, Entschuldigung, durch. Und hier warten auch schon Leute. Ja, ja. Ich denke, hier macht es Sinn, zum ersten Mal sich das Ganze ein bisschen näher anzugucken. Ganz ins Detail müssen wir trotzdem noch nicht gehen, weil wir noch nicht abgestimmt haben auf die anderen Linien. Aber das wird auch noch kommen. Aber vorerst gehe ich hier runter auf einen 1-Stunden-Takt und werde das jetzt Ganze nochmal ein bisschen tagesabhängig machen. Zumindest sonntags brauchen wir generell einen nicht so dichten Takt. Also sonntags ist erfahrungsgemäß der Tag, wo einfach nichts los ist in der Stadt. Also wirklich nichts los ist. Da muss man echt hoffen, dass man ein bisschen Geld zusammenbekommt. Und wir machen einen einzelnen Nachtfahrplan. So. Okay, also, wie ihr schon seht, ich habe diesen einen Fahrplan. Die Namen sind uninteressant. Die sind eigentlich nur, man kann sich daran halten, muss es aber nicht. Wir nehmen einfach den Werktagsfahrplan für Montag bis Samstag. Von 5 bis 1 Uhr. Immer im 1-Stunden-Intervall. Das sieht man hier. Gelb ist auch jetzt das Ausgewählte. Und dann gehen wir noch zum Nachtfahrplan. Wir markieren alle Tage. Und sagen dann, okay, um 3 Uhr fährt einmal ein Bus.
damit wir nachts zumindest irgendwas noch haben. Weil auch wenn im echten Leben vielleicht nachts gar nichts los ist, hier passiert es mal, dass irgendwelche Nachzügler durch die langen Fahrzeiten noch überbleiben und die sollte man natürlich dann auch irgendwie abtransportiert bekommen. Wochenendfahrplan mache ich jetzt nur für sonntags. Und zwar im 2-Stunden-Rhythmus erstmal. Angepasst an den Nachtfahrplan, sprich um 5. So, bis, ja, das ist jetzt doof, bis 23 wäre doof, weil hier fängt er um 0 schon wieder an, der Werktagsfahrplan. Obwohl das natürlich eigentlich gar nicht stimmt, aber ja, die Berechnung ist ein bisschen doof. Also montags fahren sie eigentlich erst um 5 Uhr los und dann würde das hier erst ab Dienstag stimmen. Aber nehmen wir das Ganze mal nicht so genau, nicht so eng. Aber ich verschiebe jetzt einfach mal den Wochenendfahrplan doch ein bisschen nach hinten. Dann haben wir morgens noch eine 3-Stunden-Lücke, aber das werden die schon überleben. Und dann machen wir nachts bis 22 Uhr und dann haben wir eine 2-Stunden-Lücke und dann geht es montags theoretisch weiter. So, das ist jetzt erstmal der Fahrplan für diese Linie. Dann haben wir mittags vor allem einen etwas dichteren Takt. Erfahrungsgemäß auch wieder. Im Werktags, also Montag bis Freitag, ist es nachmittags recht voll. Also morgens Berufsverkehr ist okay, normal. Mittags ist auch ja nicht viel los. Nachmittags so ab 4 wird es dann voll, weil dann treffen sich die Berufsverkehrleute, die halt zurück wollen, die zu einkaufen wollen, dann die Rentner, die doch irgendwo noch hinfahren, die Schüler und alle treffen sich halt nachmittags. Und wenn dann die ersten zu Hause sind, dann wollen die anderen auch wieder los und fangen schon mal an, sich auf den Abend vorzubereiten. Also da ist doch relativ viel los. Und der Samstagabend ist halt generell, ja, der betriebsamste Tag, würde ich sagen. Betriebsabend, so allgemein. Okay. Gut, hier warten auch schon einige, aber das könnten noch die sein, wo der Bus noch gar keine Runde gefahren ist. Das ist die Linie 5. Und ich sehe hier keinen 5er-Bus. Also ich glaube einfach, das liegt daran, dass das jetzt gerade der erste Bus ist, der hier überhaupt ankommt. Trotzdem haben wir doch viele Leute hier stehen. Boah, wieso nimmt er die nicht mit? Ach, die Überfüllung. Ich glaube, ich muss die über... Ja, genau. Also der kann nicht mehr mitnehmen, weil die Überfüllung nur auf 20% oder so steht. Aber die Linie ist ja richtig gut besucht. Also das freut mich. Dann werden wir auch direkt hier den Takt verringern. Auf 1 Stunde. Wo wisst ihr was? Ich kopiere das eben schnell von der Buslinie. So. Wochenende und Nacht. Können wir dann auch anpassen. Gerade die Linien, die halt durchs Industriegebiet fahren, sind natürlich am Wochenende eigentlich gar nicht besucht, weil am Wochenende arbeitet hier keiner. Aber das werden wir dann sehen. So haben wir das auch schon mal geklärt. Straßenbahn. Warten einzelne Leute. Aber die wird nicht ganz voll. Also da warte ich auch erstmal noch ein bisschen ab. Gucken wir uns das hier an. Bootslinie sieht voll aus, sieht sehr voll aus. 25 Leute passen nur rein, es warten aber schon fast 50. Da müssen wir den Takt auf jeden Fall erhöhen. Aber gerade bei Bussen muss man aufpassen, die stehen so extrem lange am Dock. Wenn man da den Takt zu eng macht, dann stauen die ganzen Boote sich hintereinander. Das ist ein sehr ungewünschtes, unerwünschtes Phänomen. Da muss man stark aufpassen, meiner Meinung nach. Okay, der hat jetzt seine Abfahrtzeit anscheinend nicht ganz mitbekommen, dass ich die schon geändert habe. Sollte aber ab jetzt jede Stunde fahren. Wir brauchen dann 2 Fahrzeuge. Na, hole ich mir halt noch ein drittes dazu. Ach ja, genau, die neuen Wasserbusse sind ja da. Das ist auch eigentlich mal ein ganz praktischer Grund, sich die mal anzusehen. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Ich habe die extra fürs Let's Play noch schnell besorgt. Hier zu wenig Fahrzeuge. Ah ja, ich habe die Linie verdichtet. Dann brauche ich natürlich auch mehr Fahrzeuge. Logischerweise habe ich vergessen. 8 mindestens, also 9 und ich habe kein Geld. Ah, es ist soweit. Ich habe kein Geld mehr. Dann werde ich jetzt einfach mal ganz flux, weil wir auch neue Boote brauchen, Kredit aufnehmen. Man kann einstellen, wie viel, man kann einstellen, wie lange. Wir gehen hier mal ein bisschen runter. 2 Wochen ist immer noch recht lange. Also ob wir das im Let's Play überhaupt durchbekommen, 2 Wochen ist eine Frage. Und 10.000 ist nicht viel, aber wir nehmen den mal eben so auf. Der Zinssatz steigt halt natürlich, abhängig von der Wirtschaftslage, vom eigenen Geld und so weiter. So, Depot. Falsch. Ich brauche eigentlich das Busdepot. Das ist zufällig hier. Genau.
8 haben wir jetzt gerade genau drin, aber ich möchte ein bisschen mehr. Wo war er? Da. 9. So. Jetzt Wassertaxi. Gucken wir uns mal die Boote an. Wie gesagt, ich habe sie mir selber noch gar nicht angeschaut. Wir fahren momentan mit dem Donau-Lieper. 25 Plätze mit 90%. Gut, 90% ist schon sehr hoch. Ich sehe hier 100% aus dem DLC mit nur einem Platz weniger. Sieht nett aus. Ist minimal teurer, hat ein bisschen mehr Aufwand, aber weniger Diesel. Sprich, im Endeffekt, mit dem DLC sollte man eher zu dem Stingray als zu dem Donau-Lieper greifen, würde ich jetzt mal so sagen. So, aber wir wollen was mit mehr Plätzen. 48 sieht schon sehr gut aus. 50, 60, 66. 66 ist eine ganze Menge. Gucken wir mal hier. Da ist mir die Servicequalität doch ein bisschen gering. Der Donau-Trooper, der sieht gut aus. 70% haben wir hier. Kaufpreis ist hier natürlich doch schon recht hoch. Genauso wie Verbrauch und Wartung. Der hier hat aber auch einen unglaublich hohen Verbrauch. Dann nochmal, wenn man das mit dem hier vergleicht. Ah, das liegt an der Qualität. Ich sehe es, es liegt an der Qualität. Okay. Gut. Ich denke, ich greife jetzt mal zu dem Donau Trooper. Der gefällt mir einfach so subjektiv recht recht gut. Wir brauchen 2 Fahrzeuge fürs Wassertaxi. Hole ich mal 3 und werde dann nach und nach die anderen beiden verscherbeln. Das meine ich mit dem Warten. Dadurch verstauen sich natürlich auch die Boote gegenseitig. Ist nicht wirklich schön. Also Wassertaxis sollte man mit Vorsicht genießen. Was ich oft mache, ist dann an dem Depot 2 Haltestellen. Einen für Abfahren und einen für Ankommen zu machen. Das entzerrt dann das Ganze ein bisschen. Werden wir vielleicht auch machen müssen, sollte der Verkehr hier immer weiter zunehmen. Das müssen wir dann beobachten. Okay, es ist schwierig, jetzt das Fahrzeug zu verkaufen, ohne dass wir die Linie durcheinander bringen, vor allem ohne, dass wir die Leute hier verlieren. Eigentlich wollte ich warten, bis es halt von alleine ins Depot zurückfährt, aber dadurch, dass es hier ein Rundkurs ist, machen die das halt erst, wenn sie kaputt gehen. Und das kann noch dauern bei 90% Zustand. Hier haben wir 50, der wird wahrscheinlich ein bisschen früher ins Depot kommen. Hoffe ich doch. Jetzt sind wir unter 50, der Fahrzeug ist im schlechten Zustand. Gucken wir mal, ob es jetzt aufgibt. Nein, es fährt noch eine Runde. Schade. Schade. Okay. Gut, aber ich merke, selbst dieser Takt... Ach nee, okay, ich habe ja noch die die kleineren Fahrzeuge in Benutzung. Bei den größeren passen mehr Leute rein. Okay. Gut, der wird verkauft, der fährt nämlich gerade zurück. Ja. Und den werde ich jetzt auch gleich mal rausschmeißen. Hoffentlich kommt er von alleine rein. Wir schauen mal. Nebenbei gucke ich mir hier die Linie an. Hier warten fast... warten alle für die Straßenbahn. Okay, das gefällt mir. Straßenbahn ist ja eins meiner Lieblingsverkehrsmittel. Da freue ich mich doch, dass die auch so gut benutzt wird. Ja, sieht schön aus. Aber noch nicht wirklich überfüllt. Also noch kein großartiger Grund, da jetzt was zu machen. Aber es wird, Leute, es wird. Also das stimmt mich doch positiv, dass der Anfang nicht schlecht war. Also da ist, da kann man was draus machen, denke ich. Okay. So, das Wassertaxi hat sich mittlerweile auch mal im Depot aufgefunden. Jetzt haben wir die größeren Boote in Betrieb, die jetzt scheinbar unterfordert sind. Aber das könnte auch an der Uhrzeit liegen. Ja, jetzt wird schon langsam wieder voller. Also da sieht man, dass man halt doch mit den Fahrplänen einiges spielen kann. Wenn man will, wirklich stundenlang durchoptimieren. Anhand der Let's Play-Zeit werde ich natürlich mich nicht so ewig lange damit aufhalten. Aber ich glaube, allein schon diese Folge habe ich doch recht viel, mich mit den Fahrplänen beschäftigt. Mehr als ich im Vorhinein jetzt vielleicht erwartet hätte. Ja, aber das sieht schon ganz nett aus, denke ich mir. Hier ist weniger los, als ich vielleicht jetzt mir erhofft hätte. Aber hier wäre vielleicht auch einfach so, damit es schön aussieht, also ich mag das halt gerne, wenn man so belebte Umstiegsplätze hat, kann man ja auch hier zum Beispiel mal so eine Sehenswürdigkeit hinsetzen. Also wie gesagt, 10.000 kosten die, es ist nicht viel.
Hier wäre halt ein schöner Ort optisch für das Opernhaus. Hier halt ein schöner Ort wegen dem Bushof für, weiß ich nicht, zum Beispiel die Petronas Tower. Aber ja, lasst mir da gerne eure Ideen zukommen, wie ihr das Ganze seht. Die Zeit für die Folge ist eigentlich schon wieder überschritten. Ich habe mir da so eine Grenze gesetzt, eigentlich so 20, 25 Minuten. Da sind wir jetzt schon gut dran, denke ich, wenn ich richtig auf die Uhr geguckt habe. Von daher würde ich sagen, nach dieser doch recht erfolgreichen Folge wünsche ich alles Liebe und alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!